Ja, ein Teil des Friedenskonvois, der sich auf dem Weg nach Berlin befindet, ist gerade von der Polizei rausgewinkt worden. Bitte folgen, hieß es da. Und nach einer kurzen Kontrolle hat man aber alle Beteiligten weiterfahren lassen. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf einem Parkplatz in... Magdeburg. In Magdeburg, genau, richtig. Und hier schließen sich weitere Leute spontan unsere Aktion an, was natürlich toll ist, weil das war ja letztendlich, kann das ja nur eines jeden friedensbewegten Ziel sein, mehr Menschen dazu zu bewegen, mit Aufmerksamkeit für den Frieden auf die Straße zu gehen. Das ist ja letztendlich auch das Ziel einer jeden Friedensaktion. Und schön, dass sich hier so viele neue Leute anschließen. Also, wir sind gespannt, mit wie vielen Autos wir dann letztendlich in Berlin eintrudeln werden. So. Ja, hallo, wir sind wieder die Männer und Frauen der Manfred-Südhoff-Demo. Wir befinden uns gerade in Magdeburg auf dem Weg zum Friedenskonvoi nach Berlin. Und wir hoffen, ihr schließt euch auch dem Frieden an. Für euch. Wir brauchen mehr Menschlichkeit in dieser Welt. Mehr Menschlichkeit. Mehr Freiheit. Wir stehen hier und reden über Menschlichkeit. Wir stehen hier und reden über Frieden, aber eigentlich sollten wir, das war jetzt falsch, aber jetzt geht's weiter. Aber eigentlich sollten wir nicht nur stehen und reden. Eigentlich sollten wir loslaufen und es rausschreien, laut rausschreien, was wir erwarten vom Leben. Es laut rausschreien, aber wir trauen uns nicht. Ich meine, wir trauen uns schon was, denn wir zeigen Gesicht, unser Gesicht gegen den Hass. Doch leider sind wir noch zu wenige, die sich das trauen, als dass wir was verändern könnten. Frust weg, dann sich aufzustauen. Doch der Traum, dem Abschauen, die stehen zu bieten, weckt der Staun in meinen blauen Augen, grauen Zellen, Gehirn, Schrank, große Welt, euch hier stehen zu sehen, Menschen, die mich verstehen, das gibt mir Kraft, weiter zu kämpfen für ein neues, bestes Leben, denn das können wir erreichen. Wir stellen schon mal die Weichen, kommt alle her und setzt ein Zeichen, all die Armen und die Reichen, jeder hat es in der Hand, setzt hinein, euer Verstand, lasst nicht mehr zu, dass sie euch blind mit der Wäsche, die sie senden, fürs Gehirn, hinter deiner Stirn ist total verwirrt, dich dazu bringen, deinen Glauben an dich selbst zu verlieren. Leg deine Hand mal auf dein Herz und frag dich, woher kommt der Schmerz, was zu tun, es ist ganz einfach, weil schon ist er ausgemerzt, die Menschlichkeit im Kleid, bald kommt ihre Zeit. Wir müssen endlich verstehen, was es heißt, zu leben mit der Menschlichkeit im Lumpenkleid. Lasst uns vereint neue Wege begehen für ein besseres Leben. Ja, der Weg ist zu viel, wir müssen ihn nur noch beschreiten. Verdammt, wir reden zu viel, drumherum, immer den gleichen Dreck. Es hat keinen Zweck, komm mal raus aus deinem Versteck. Dich nicht mehr vor dir selbst, zeig Gesicht, hör auf, dein Herz schlägt schneller, weil du merkst, es wird heller, ohne Scherz am Horizont. Wir sind das Volk, gehen auf die Straße, friedensvoll. Was hält es ehrlich und Menschlichkeit zu erleben und zu leben? Denn lass es nach außen tragen, zeig auf Fremden deine Seele mit einem Lächeln auf den Lippen und der Wahrheit im Gesicht, ist auch von fremden Menschen einsvoll wahrgenommen. Sei ein Licht in der Dunkelheit dieser Zeit, wo gemordet wird zum Zeitvertreib. Wieder mal werden wir aufgehetzt, dort werden bis zuletzt auch hier die Waffen sprengen. Panzer rollen, Knochen brechen, der Krieg über uns ein Licht und wir verlieren das Gesicht, bevor es hier nochmal passiert. Der Wahnsinn, die Köpfe einmarschiert, von der Appell an eure Menschlichkeit, gib uns auf die Straße, es wird Zeit. Die Menschlichkeit im Lumpenkleid, bald kommt ihre Zeit. Wir müssen endlich verstehen, was es heißt, zu leben mit der Menschlichkeit im Lumpenkleid. Lasst uns vereint neue Wege begehen für ein besseres Leben. Ja, für ein besseres Leben gehen wir auf die Straße. Für ein besseres Leben sind wir ehrlich, offen, nett zu allen Menschen. Zu allen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal woher sie kommen. Alle Menschen müssen nett zueinander sein. Hört auf mit dem Scheiß Kriegen und tut etwas. Tut etwas, bitte. Schließt euch uns an, wir fahren nach Berlin. Großdemo in Berlin. Jetzt. Die Menschlichkeit im Lumpenkleid. Bald kommt ihre Zeit. Wir müssen endlich verstehen, was es heißt, zu leben mit der Menschlichkeit im Lumpenkleid. Lasst uns vereint neue Wege begehen für ein Leben in Frieden.
wünscht ein Leben in Frieden. Dankeschön. Schließt euch uns an, wir fahren nach Berlin und gehen für den Frieden auf die Straße. Dankeschön. Und da trafen sich am Shooter, das Land in Karrenbräuel. Den Schatzbesitz der DDR verscheuerte wie Troll. So befolgte sie die Order und wickelte sie ab. Zusammen mit JP Morgan, Warburg und Goldman Sachs. Ja, so verschreckt die Mafia auch nicht zurück vom Mord. Doch dann rufen sie den Mossad an, um für Ruhe zu sorgen. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die gute transatlantische Mafia. Schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die gute transatlantische Mafia. Vor ein paar Jahren verlor die Mafia schon wieder die Geduld. So geschehen bei dem Ex-Bundespräsidenten Wolf. Man sucht nach Schuld, weil der abtrünnige Bruder offenbar nicht abtut, was eigentlich zu tun war. Kein Wort über Wolf und sein Support für KWS, nein. Man macht ihm wegen eines Hauskredites Stress sein. Verstoß gegen das Friedrichsgesetz ist nicht der Grund dafür, dass man ihn öffentlich zerfällt. Stattdessen soll man wissen, dass Wolf noch ein Gewissen hat. So lehnte er geflissentlich die Euro-Rettungsmesse ab. Ist das der Grund, warum er sich verschärft? Und sieht man von der Bild in seinem Drecksblatt angeschärft hat, ja man mal spekulieren. Doch klar ist kein Gesetz, mit dem Bundestag passieren, wenn er die Unterschrift nicht setzt. Jetzt geht es um Milliarden, da frage ich mich doch sehr, hätte er den Rettungsschirm seine Unterschrift verwehrt. Und nun schau, jetzt wird's Joachim Gauck, wieder ein Mitglied der Atlantikbrücke e.V. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Warum kann man im Land hier die Mafia nicht sehen? Weil Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft unterstehen. Und die hebelt alles aus, was Mafiosis hier nicht passt. Und so kommen in diesem Land niemals die Richtigen in den Knast. Keine Klage in den Tagen des Betrugs der CDU. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble immer noch auf freiem Fuß. Bei Fischer und bei Schröder singen sie das gleiche Lied. Keine Strafe wegen Vorbereitung eines Angriffskriegs. Weil die vierte Macht im Staat einfach jämmerlich versagt. Unsere Presse gleichgeschaltet ist im Geist der USA. Transatlantische Gremien übernehmen hierzulande. Lassen ihre Puppen tanzen, haben alles unter Wand. Da kommt die Schandtat ans Licht, bringt die Marionette ab. Steht in der Schlange schon der nächste Depperat. Und deshalb braucht es keine Spionage mehr. Die können schießen auf den Mäulern dieser USA. Und wer mit dem Kopf am tiefsten steckt in diesem Arsch, er nennt die Bilderberger dann zum Kanzlerkandidat. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tüte transatlantische Mafia. Ja. Friedenskonvoi auf dem Weg nach Berlin zur bundesweiten Mahnwache. Oh, Drohnenangriffe drohen, ja. Wir werden nur gefilmt von dieser süßen kleinen Drohne, aber anderswo fallen von solchen Drohnen Bomben runter. Und das ist ein Grund, warum wir auf die Straße gehen, liebe Magdeburger. Auch Sie sind damit frei. Ja, guck mal, da oben ist eine große Drohne. Oh, eine ganz große. Eine ganz große. Ja, das, wenn dann, das mal nicht die Verkehrsüberwachung ist. Also wir machen hier jetzt einen kleinen Moment Pause. Für alle, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, ich bin rausgewunken worden. Ich hatte furchtbar nette Beamte, die mich darüber aufgeklärt haben, dass das völlig in Ordnung ist, wenn wir einen Konvoi fahren und schön auf der rechten Spur bleiben. Die dritte Spur ist für uns wirklich komplett nicht erlaubt. Tabu, genau. Ansonsten, falls jetzt jemand eine Mitteilung zu machen hat an ein Fahrzeug, das weiter vorne fährt und zügig überholt, denke ich mal, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Aber ansonsten, wir möchten doch bitte dafür sorgen, dass der Verkehr nicht allzu sehr behindert wird. Gut, das ist das, was ich von den netten Leuten überbringen soll. Also, die haben nichts gegen uns, die freuen sich, dass wir unterwegs sind. Und solange wir uns anständig benehmen, haben wir auch keine Probleme.
So, sagen wir mal so. Also wir haben sowieso keine Probleme. Dankeschön. So. Sie sind ausgesaugt und beklaut. Und unsere Politiker haben zugeschaut. Schlimmer noch, die helfen alle mit. Man verrät halt sein Volk, wenn man Fassade ist. Ist doch alles Mist, denn das alles frisst uns von innen auf und wir schneiden es nicht. Deswegen müssen wir aufstehen, müssen uns aufgegen, gemeinsam rausgehen, laut sein. Denn Schweigen heißt zustimmen. Warum wir laut sind, weil wir das nicht gut finden. Unsere Politiker lügen, sie werden bezahlt, um ihr Volk zu betrügen. Doch wir haben euch durchschaut und deshalb schreien wir es laut. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine Lüge, keine. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen, wir wollen. Ich sag schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, Merkel, schäm dich. Ich sag schäm dich, ihr sagt Gauck, schäm dich, schäm dich. Es ist traurig, aber wahr, unsere Politiker stellen Marionetten dar. Aber nicht an Fäden, nein, sie hängen an Ketten. Fürs Schweigen bezahlt, damit wir es nicht checken. Und deshalb müssen wir uns gerade machen, denn was sie hier gerade machen, sind schon ziemlich harte Sachen. TTIP, Chemtrail, patentiertes Ebola, mediales Rumtata, wirklich unfassbar. Kriegerische Politik, heuchlerische Politiker am Drücker. Und es ist, wie es ist, weder Merkel noch Gauck interessieren sich für unser Wohl. Wir haben's erkannt und nehmen unsere Zukunft jetzt selbst in die Hand. Darum fahren wir heute direkt nach Berlin, um für den Frieden auf die Straße zu ziehen. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine Lügen, keine Lügen. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Ich sag schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, schäm dich. Ich sag schäm dich, ihr sagt Gauck, schäm dich, schäm dich. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine Lügen, keine Frieden. Ich sag auf die Straße für den Frieden und zwar jetzt. Deswegen werden die Politiker auf den Straßen gehetzt. Aber dann nicht verfolgt, nicht geschlagen, rausgeschmissen, sondern aufgenommen und herzlich empfangen, direkt in unseren Mitten. Denn wir sind nicht nachtragend, ihr könnt den Schritt nach vorn wagen. Wir wollen euch nicht schlagen, denn wir wollen uns vertragen. Deswegen geht meine Message an euch, beschützt euer Volk, bevor ihr es bereut. Dankeschön. Rauszuschreiben mit Rap. Mein sensibles Wesen wurde weiterhin gehetzt. Was ihr meint,
das Wissen sei in mich reingepresst, bei unterbrochenem Schlaf. Meine Leistung eingeschätzt, ein Bildungsapparat, Gesichtsbeweis erschätzt. Mein Traum blieb echt und ich ging hindurch. Erkannte schon recht früh, der Fernseher blickt nur durch ins Zeug. Hart enttäuscht und hart betäubt, hätte ich mich in der Tat über etwas Wahres gefreut. Ich weiß, es gibt viel zu sehen, viel zu verstehen. Dann wird die Welt bekehren. Tja, nach einigen ernüchternden Wochen an der Uni war mir die Abwechslung dann durchaus willkommen. So habe ich in Phasen harte Drogen genommen. Psychoaktive Pilze, schamanische Kunde, die mich auf Berge hinaufzog. Dann auch wieder fallen ist die Sache, ist mit Sicherheit nicht jedem zu empfehlen. Sollten mich die Bilder doch verdammt lange quälen. Arglose Seele, getroffen von einem Hammerschlag, ein Blick ins Universum. Ein Wurzel ist der Wanderer, mein Anker war gehoben. Ich auf weite See, mein Schiff stark erschüttert, würde die sich einfach drehen. Ich kann sagen, in den Tagen begann ich hören zu sehen, wo der Menschen da versteht, wohin die Reise gehen kann. Hab meditiert, mich informiert, was fange ich mit dem Leben an zu sehen. Ich bin krank, ein Segen mit den Blinden, doch begegnet im Gedanken, wie Dinge zu verbinden. Bin noch lange nicht angekommen, doch durch Phasen gegangen, mich zwangen hinzusehen. Diese Welt hat gebrannt und tue es noch, also schau hin. Nein, Atem ist lang, mein Leben auch bisher nichts als ein tragischer Tanz.
bei Kriegsende nur die Waffen stehlen? Ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän. Echt? Na, sollte man in der Zeitung stehen zu lesen. Doch ist es nie gewesen. Ihr habt doch sicher abgestimmt, wie man daran was ändern kann. Du ganz demokratisch. Das ist hier nicht zugelangt. Das ist wirklich traurig. Wann fangt ihr endlich damit an? Wann? Es geht um unser Land. Oder handeln die gewählt nach Befehl? Diejenigen, die entscheiden haben, sind nicht gewählt. Das muss also im Umkehrschluss heißen. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Also wählen wir im Grunde bei den Wahlen Parteien, die wir mit unseren Steuern bezahlen? Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wurden die etwa konstruiert, um zu vertuschen, was wir heute haben? Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Aha. Das ist das, was sie ist. Sigmar Gabriel, nicht meine Stimme. Aber das hat bald die Mehrheit erkannt. Der Widerstand wächst. Bald wehrt sich das Land. Ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Und warum, Wolfgang? Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Das wird ja immer böser. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung. Dann kann eine Krise schon mal vorkommen, okay. Solange es demokratisch bleibt. Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft und auf alle Ebenen. Ist das ernst gemeint? EU-Diktatur? Wird sie Wirklichkeit? Wir haben lauter Souveränität an die Europäische Kommission abgegeben. Also uns um unsere Rechte gebracht. Manchmal sind wir sauer darüber, aber wir haben es gemacht. Na dann, gute Nacht. Und was wollt ihr vor uns geheim halten? Also und den 2+4-Abkommen. Dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendwas nicht einhalten. Und das alles ist schon längst passiert, also... Sind die europäischen Völker, ihre Staaten, ihre nationalen Volkswirtschaften von der Entwicklung der Welt, von der ich war, auf das Stärkste berührt? Warum ist dann noch kein Widerstand vorhanden? Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben es nur noch nicht verstanden. Sie haben es nur noch nicht verstanden. Okay, aber Wahlversprechen einhalten, dazu seid ihr gewillt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholt. Nein, natürlich nicht. Wir verändern doch gerade die Welt. Oder ich arbeite jedenfalls daran. Aber die Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Kooperation. Wenn ich zur Kanzlerin gewählt wurde, habe ich die Kanzlermehrheit jeweils gehabt. Und wenn eigene Mehrheiten notwendig waren, bekomme ich sie. Und davon gehe ich aus. Wir bekommen immer die Mehrheiten, die wir brauchen. Ja, wir bekommen immer die Mehrheiten, die wir brauchen. Es gibt in diesem Land politische Missstände, deren wir nur Herr werden können, wenn wir gemeinsam uns gegen die Eliten stemmen, wenn wir uns gemeinsam gegen die Strippenzieher klemmen, die versuchen, unsere Länder in die Kriege zu schicken, die versuchen, uns über manipulierte Geldsysteme klein zu halten, die versuchen, uns über vergiftete Nahrung dumm zu halten, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, uns zu wehren, werden wir ins Hamsterrad gestellt, arbeiten uns dumm und dusselig, zahlen über 60% Steuern pro Jahr von dem gesamten Geld, das wir bekommen, und werden dadurch, dass wir so wenig Zeit haben, noch gezwungen, zu solchen Dreckskonzernen wie McDonald's zu gehen, um dort zu essen, weil wir keine Zeit mehr haben, um zu kochen. Vielen Dank und lasst euch eure genmanipulierten Burger schmecken. Schaut mal nach, was für Inhaltsstoffe sonst noch verwendet werden. Wir fahren jetzt nach Berlin, um genau wegen diesen politischen und innerstrukturellen Missständen hier auf die Straße zu gehen, gemeinsam mit vielen, vielen anderen Aktivisten. Wer jetzt noch nichts Besseres vorhat oder wem jetzt der Appetit beim Burgeressen vergangen ist, der darf sich uns anschließen. Wir sind deutlich zu erkennen. Bewundert die Autos. Dankeschön. Tschüss und Peace. Es steht bei, es ist durch.
In einer Stunde die dritte bundesweite Mahnwache für Frieden in Deutschland. Mit dabei waren wieder unsere holländischen Freunde und natürlich unsere Mitglieder der Mansfeld-Sittards-Demo. Nur wir können uns dieses Recht nehmen. Wenn wir es abgeben, sind wir auch selber daran schuld. Was will ich denn nicht als Und dort,
Menschen das nicht wissen, wo es ihnen aberzogen wurde. Was normal jetzt ist. Beginnt der Nachhauseweg. Wir hoffen, dass unsere Mitglieder alle wieder gesund in dem Mann zu Zitats lachen. Ich habe gar nicht gelacht jetzt. Eine Friedensbewegung klärt auf. Habe ich Bier getrunken oder du? Lebt vor. Und darum jetzt beginnt der Nachhauseweg. So wir hoffen, dass unsere Freunde aus Halle und unsere Mitglieder aus Manzel-Südharz auch wenn es abgegriffen ist, wohlbehalten aber wir brauchen es immer und immer wieder. Heute du selbst bist die Veränderung, die du gerne in dieser Welt haben möchtest. Nach Hause kommen, heute am 28.08.2015. Und dann kommen wir zu unseren Medien. 8. 2015. Live aus Berlin. Warum ist das Platz. Eine Lügenpresse? Warum werden wir von denen und wie manipuliert? Mir ist es erst richtig aufgefallen, während des Kosovo-Krieges. Ich bekenne mich, eine Alt-Pazifistin. Ich war auch schon 1981 und immer